Eine super schicke Telecaster im traditionellen Look mit ein paar modernen Features, die diese Gitarre zum echten Geheimtipp machen und das noch zu einem Preispunkt, der eigentlich eine kleine Sensation ist. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hier von JET, einer relativ jungen Marke am Gitarrenmarkt, eine JT350, wie auch immer man das aussprechen mag. Ja, JET Guitars 2020, glaube ich, das erste Mal in Erscheinung getreten, kommen aus Ljubljana, der slowenischen Hauptstadt, produziert wird in China. Ja, augenscheinlich haben wir es hier mit einer traditionellen Telecaster zu tun, ne? Wirklich dieses Butterscotch Blond, das schwarze Pickup, ne? Die zwei Single Coils hier, so wie sie ja 1950 wirklich das erste Mal in Serienfertigung produziert wurden. Allerdings haben wir hier auch ein paar moderne Features noch dabei. Wir haben zum einen Locking Tuners, die uns dabei helfen, dass die Gitarre länger die Stimmung hält. Wir haben den seitigen Hals, der fühlt sich wirklich mega an, ja. Und dann einen plattenlosen Übergang, wenn man so möchte. Ja, bei der Telecaster immer ist man ja diese Blöcke auch gewohnt. Und das gibt uns so ein bisschen einen besseren Zugang dann auch in die höheren Bünde. Das fühlt sich wirklich super an, auch hier unten. Der Hals besteht aus geröstetem Ahorn. Ja, am Korpus kommt Linde zum Einsatz. Zwei super amtliche Hölzer, die wir da haben. Die Maserung kommt auch schön durch dieses Butterscotch Blond. Tolle Hölzer. Zum Einsatz kommen ganz klassisch zwei Single Coil Pickups. Sogar mit Alnico-Magneten, das ist eine Legierung aus Aluminium, Nickel und Kobalt. Auf dem Papier haben wir wirklich super solide Features und jetzt kommen die kleine Sensation, das Ganze zu einem Preispunkt von heute, September 2022, von 260 Euro. Das ist schon echt eine Ansage dafür, was wir hier auf dem Papier stehen haben. Spannend ist natürlich, wie klingt das Ganze? Wir hören mal rein. Hinsichtlich der Verarbeitung gibt es bei der Gitarre auch echt nichts zu meckern. Richtig tolle Holzarbeit, fühlt sich mega an der Hals, gute Lackierarbeit. Ich finde da jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, boah, da wäre jetzt irgendwie eine Lacknase oder so. Das ist wirklich großartig. Die Buntstäbchen super abgerichtet, wenn man da so über den Hals drüber geht. Krass für den Preis. Also echt gut. Sind auch ordentlich poliert, klar, da kann man noch nachjustieren, wenn man das möchte, aber alles prima, das passt schon. Gitarre kam auch super gut eingestellt bei mir an, ne? Also Seitenlage mega, da kann man super gut mitspielen.
Klar, das kann auch immer schwanken, ja, wenn die Gitarre lange gelagert ist, wenn es irgendwie Temperaturschwankungen beim Transport oder so gab, dann kann sich das auch noch mal immer verändern, weil das Holz arbeitet einfach, aber das kann man dann auch wieder gut einstellen. Man hat einen guten Zugang zum Halsspannstab hier oben und ja, von daher super, super gute Farbe. Das Fazit zu der Chet JT350. Ja, wirklich eine Mega-Gitarre für das Geld, super für Einsteiger. Eine echte Alternative zu den Gitarren von Harley Benton aus meiner Sicht. Wenn ihr wollt, dass ich mal einen direkten Vergleich mache, Chet versus Harley Benton, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ja, wenn da genug zusammenkommt, mache ich vielleicht gerne mal was. Und ja, wirklich, also ein echter Geheimtipp zu dem Preispunkt kann ich das sehr, sehr empfehlen. Thank you.